Das ist Eurolino. Heute besucht er die Zentrale der Deutschen Bundesbank. Die ist umgezogen und befindet sich für die Zeit der Sanierung des Hauptgebäudes in der Frankfurter Innenstadt. Das FBC und das Signaris erweitern den Campus Innenstadt, bestehend aus Trianon, Hauptverwaltung in Hessen und Filiale Frankfurt sowie Skyper. Der Campus Innenstadt ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln aus allen Richtungen gut zu erreichen. Die S-Bahn-Station Taunusanlage ist nur wenige Minuten Fußweg von den Standorten in der Innenstadt entfernt und wird von allen S-Bahn-Linien in kurzem Takt angefahren. Das moderne, siebengeschossige Signaris bietet Platz für rund 500 Mitarbeiter. Hier sind die Kolleginnen und Kollegen des Zentralbereichs Banken- und Finanzaufsicht untergebracht, sowie Schulungsräume für Fortbildungen. Das FBC bildet mit seinen 142 Metern einen markanten Bestandteil der Frankfurter Skyline. Es liegt auf der gegenüberliegenden Straßenseite des Signaris. Auf insgesamt 41 Etagen verteilen sich im FBC neben dem Vorstandsbereich und diversen Fachbereichsbüros zentrale Service- und Infrastruktureinrichtungen. Ein kleiner vorgelagerter Pavillon soll Raum für Veranstaltungen bieten. Besucher melden sich bei der Sicherheitszentrale im Erdgeschoss an. Dort erhalten sie ihre Ausweise. Auch Besucher des Signaris wenden sich bitte zunächst an die Pforte im FBC. Gäste werden in der Regel durch besuchte Verantwortliche abgeholt. Eine Besonderheit des Gebäudes: Es gibt einen Nahaufzug mit letztem und einen Fernaufzug mit erstem Stopp in der 22. Etage. Dort befinden sich die Besprechungsräume, die mit allen Aufzügen erreichbar sind. Cafeteria und Kantine befinden sich im ersten und zweiten Stock. Ganz oben im FBC befindet sich die Chefetage. Seit Januar 2022 leitet und verwaltet der neue Präsident Joachim Nagel hier zusammen mit der Vizepräsidentin und den Vorständen die Bundesbank. Eurolino, das ist aber schön. Da bist du ja bei dem nächsten Tag der offenen Tür dabei. Da freue ich mich. Und Eurolino? Der kennt sich jetzt aus im Campus Innenstadt der Bundesbank und hat sich seinen Feierabend wohlverdient.